Hallo meine Lieben, hier ist nochmal Sabine mit ihrem Lieblingsthema. Mein Lieblingsthema, wisst ihr ja, Frieden und Freiheit. Alle wollen Frieden, alle wollen Freiheit, alle wollen ihre Ruhe haben, nicht von Regierungen oder anderen möchte gern Eliten drangsaliert werden. Aber wie ernst ist es den Menschen damit? Wie ernst ist es den Menschen damit, wenn sie selber von anderen das verlangen, dass sie in Ruhe gelassen werden, selber aber andere nicht in Ruhe lassen können? Ist das nicht irgendwie eine ganz schräge Geschichte, wenn man selber nicht in der Lage ist, anderen irgendetwas zu geben, aber selber was will? Ja, das ist doch irgendwie wie ich will haben, 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 also ich. Aber wenn mich jemand was fragt, keine Zeit, kein Geld, keine Lust oder sonst was. Ne? Und über was rede ich? Über die Tiere natürlich. Wenn ich möchte, dass diese sogenannten Eliten mich nicht ausbeuten, abzocken, zwangsimpfen, mich meiner Meinungsfreiheit, meiner Bewegungsfreiheit und sonstiger Sachen zu berauben, warum tue ich das dann mit anderen Leuten oder mit anderen Lebewesen genauso? Ich sperre Tiere ein, ich foltere sie, ich quäle sie, ich bringe sie um und esse sie dann auf. Komisch, ne? Und dann die zweite Sache, die Bewusstseinsebene. In so vielen Gruppen liest man immer irgendwas von höherer Bewusstseinsebene. Wir müssen uns weiterentwickeln und dann machen sie Lichtarbeit und ich weiß nicht, was da alles so gemacht wird. Aber wie kann man in eine höhere Bewusstseinsebene aufsteigen, wenn man Tiere isst? Wenn man tötet? Destruktivität und höhere Bewusstseinsstufen passen doch einfach nicht zusammen. Und Tiere töten, foltern, quälen, einsperren ist destruktiv. Vielleicht sollte man erstmal mit den Sachen anfangen, irgendwelche Bösartigkeiten wegzulassen, bevor man irgendwie versucht, selber in eine höhere Bewusstseinsebene zu kommen. Ich versuche ja schon seit länger, sehr langer Zeit, manchmal mit mehr Erfolg, manchmal mit weniger Erfolg, ja, die Menschen von dieser Sache dazu zu inspirieren, einfach mal in sich selber zu gehen und zu sagen, irgendwie, if you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Das ist ja nicht so schwierig, versuche ich schon sehr lange. Aber es ist schwierig, wirklich da ranzukommen. Also man kann es, ich versuche es ja am liebsten eigentlich immer über Vernunft, also mit, keine Ahnung, mit gesundheitlichen Faktoren, mit Regenwaldabholzung, mit Wasserverschwendung, mit Ressourcenverschwendung, mit dem Hunger in der Welt, was alles natürlich damit schon ein Großteil abgegessen sein könnte mit diesem Thema, wenn die Leute endlich umschwenken würden auf nicht mehr Tiere quälen und ausbeuten. Oder auch mit Empathie oder Herzschiene, das ist nicht ganz so mein Ding. Ich bin nicht so jemand, der so mitleiderregend unterwegs sein kann, aber einfach mit dem sich reinversetzen in andere. Sich reinversetzen in andere, in das Gegenüber. Einfach das mal versuchen. Wie fühlt sich so ein Schwein, das eingesperrt ist in so einer winzigen Box, das sich nicht umdrehen kann, das nicht raus kann, das vielleicht sogar weiß, was ihn erwartet oder was sie erwartet. Dem die Kinder weggenommen werden. Die teilweise sogar in manchen Stellen auch noch richtig wirklich gequält werden. Schweine sind intelligenter als Hunde. Wenn die dann in irgendwelchen Behältnissen irgendwie aufbewahrt werden, bevor es dann wirklich zur Schlachtung geht, durch ihr Blut von ihren Artgenossen wartend. Wie fühlt sich so ein Tier? Ist das okay? Oder eine Kuh, der dauernd wieder das Kind weggenommen wird? Ich habe dazu so viele Filme und Videos und so weiter schon gepostet, wo man sehen kann, wie diese Kühe leiden, wie die hinter ihrem Kind herlaufen. Weil das ihr Kind ist. Und das wird ihnen weggenommen, eingesperrt und zu Kalbfleisch verarbeitet, damit Menschen die Milch trinken können, die nicht für sie gemacht ist. Für Menschen ist Menschenmilch, Kuhmilch ist für Kühe. Eigentlich eine ganz simple Sache. Aber wie gesagt, das sind die Sachen Vernunft, also Herz oder Hirn kann man irgendwie beides ansprechen, aber es ist einfach sehr schwierig, wenn Leute sich so derartig dagegen stellen und dann am besten noch meinen, sie wären, wer weiß wie, protestmäßig drauf, wenn sie jetzt irgendwie nur, weil die Grünen sich diese vegetarisch-vegane Idee sich unter den Nagel gerissen haben, natürlich nur pseudomäßig, dann irgendwie gegen die Grünen demonstrieren können, indem sie Schnitzel essen. Soll ich demnächst rausgehen und gegen irgendwas demonstrieren, indem ich Scheiben von irgendeinem Laden einwerfe? Raubüberfälle begehe, Leute vergewaltige oder Kinder schänden und sagen, das mache ich aus Protest gegen den und den? Was kann denn derjenige, der darunter leiden muss, dafür, dass ich gegen irgendwen protestieren will? Ich will gegen die Grünen protestieren, ja, und gegen ihren grünen Mist. Aber da können doch die Tiere nichts dafür. Veganismus und Vegetarismus gibt es schon viel länger als die Grünen. Pythagoras war zum Beispiel schon Vegetarier. Ovid, so viele schon, also vor Tausenden von Jahren. Hat doch mit den Grünen nichts zu tun. Was ist das für ein Protest? Wenn ich gegen die Grünen protestieren will, kann ich mir was Intelligenteres ausdenken, als loszugehen und mir einen Schnitzel reinzupfeifen und das auch noch lustig zu finden. Also wie gesagt, Frieden und Freiheit muss man geben, bevor man sie fordern kann. Man kann nicht nur fordern, man muss geben. Und gerade diese Sache ist einfach für mich so die wichtigste Sache. Und gerade auch, ich mache ja viel Yoga und Meditation und all diese Dinge, da sind auch viele immer unterwegs, die meinen, sie können Yoga machen und meditieren und in höhere Bewusstseinsstufen kommen, obwohl sie Tiere und deren Produkte essen. Sie können das auch so, das geht, das ist kein Problem. Sie machen das mit Respekt. Was ist das für ein Respekt?
Ich esse das mit Respekt, nachdem das Tier ausgebeutet, gequält, gefoltert und ermordet wurde. Und dann esse ich es mit Respekt. Was ist das für ein Respekt? Wem gegenüber? Dem Tier gegenüber? Wohl kaum. Und wie gesagt, sich selbst als Mensch gegenüber den Tieren zu erheben und sagen, wir sind wichtiger, wir sind besser, das geht einfach nicht. Keiner, der in einer Gruppe ist, kann für diese Gruppe bestimmen, dass sie besser ist als eine andere Gruppe. Das ist einfach Schmonsens. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt eine Frau. Kann ich zum Beispiel sagen, also wir Frauen sind besser als Männer. Ist einfach so. Wir sind wichtiger. Wir können Kinder kriegen. Ja, also ich bin weiß, nicht? Also wir Weißen sind wichtiger als die Schwarzen, weil unsere Haut ist einfach heller und deshalb sind wir, keine Ahnung, klüger, schneller, größer, was weiß ich, egal, nicht? Deshalb dürfen wir über die anderen bestimmen. Ja? Oder ich bin jetzt geboren Christin. Ne? Also wir Christen, wir sind besser als die Hinduisten, weil, keine Ahnung, unsere Religion später entstanden ist. Gibt auch so als Argumente, ne? Habe ich auch schon öfter gehört. Das kann ich nicht. Ich kann nur von der übergeordneten Ebene das bestimmen, wer die wichtigere Gruppe ist. Da ist nun mal keiner, der es uns gesagt hat. Also gehe ich davon aus, dass alle hier auf dem Planeten das gleiche Recht haben, hier zu sein und die gleichen Rechte auf Freiheit und Frieden zu haben. Vielleicht einfach mal drüber nachdenken, ohne gleich wieder Protestgeschrei. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ihr Lieben, und